So, willkommen zurück zum Teil 2 des Hühnergeheges für das Hofbeck. In Teil 1 haben wir den kompletten Zaun neu gesetzt und den alten entfernt und den Futtertrigger daraus folgend ein wenig verschoben. So, den Türtrigger, den werden wir so lassen. Das Tor bleibt auch so. Und den Eierträger werden wir erst einmal nur so ein kleines bisschen nach vorne ziehen, inklusive diesen Warning Stripes, also den Warndingern hier. Machen wir 14,5 und dann können wir die nämlich auch auf die Weite rausholen. So. Und 14,5. Okay, das war zu viel des Guten. Machen wir mal 12. Und dann sollte es doch eigentlich ungefähr so hinkommen. Gut. Dann haben wir das. Dann hatte ich ja gesagt gehabt, ich möchte den Futterträger überdachen. Das habe ich nochmal überlegt. Ich werde das hier doch mal auf 1,4 hoch machen. Dann ist es einfach ein bisschen höher. Der. Dann werde ich mir das hier kopieren. Also den Balken kopieren und mir den einmal querlegen. Und den einmal oben drauflegen. Und mir den dann einfach mal auf 5 verlängern. Ah, es war sogar schon ganz gut geschätzt. So, dann noch 5. So. So dass das im Endeffekt die Basis sein soll. Dann hole ich mir mal das standardisierte Brett hier ran. Leg mir das mal komplett flach. So, und dann nehme ich mir mal die Breite des Futtersilos als Vorbild. So, dann machen wir es mal. Machen wir es 0,6. Und dann werde ich genau das hier drüber machen. Dann natürlich das noch ausschneiden und bei den visuellen Dingen einmal zurück. Okay, also Edit passt. Schneiden wir das. Cut bei den visuellen passt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo waren die visuellen? Ja, er macht nur das Einzelne zurück. Okay, dann muss ich ganz kurz in die Unterlagen gucken. Einen Moment bitte. Also 0 ist clear. 0,6. So, 0,7. Also clear ist 0,6. Ach, hier ist direkt wieder drin. Okay. Dann habe ich da nochmal Glück gehabt. Okay, edit, cut. Wie ist jetzt Einführung? Edit, passt. So. Jetzt noch einmal. Also den. Und den. 0,01.
1,01 und er auf 1, na lassen wir es bei 1,3. Naja, wir werden da mit dem Anhänger ranfahren und ja nicht runterfahren. Deswegen, na lassen wir es so. So. Okay. Erstmal nach hinten ran. Jawohl. Nach oben. Und auf eine Länge von 4,945. Jawohl. So. Jetzt das nochmal. Zuerst mal auf 0. Dann auf 180, dann auf 0,6. Dann das nach oben. Drei, fünf. So. Hier machen wir mal kurz die beiden Zahlen und schauen wir uns mal, welcher sich verändert. So. Okay, also die verändert sich. Und zwar auf 7, 2, 5, 8. Also verändert sie sich jedes Mal um 0,396. Und zwar weniger. Minus, also Punkt 258 minus 0,396. Das heißt, der nächste Wert sollte 6. 866. Wo sein? Wunderbar. Ja. Sechs. Vier. Sechs, sechs. Sechs, neun, sieben. Fünf, sechs, sieben, vier. Fünf, zwei, sieben, acht. Wenn ich wundere, ich rechne das nebenbei aus. Vier, acht, acht, zwei. Damit ich das nicht immer so per dumm Zufall machen muss. 486 96 3,7 Moment. 3,304. Zwei, neun, null, acht. Ihr seht, wir sind auch gleich am Ende. Oh, fünf, zwei. So, 116.
Und ihr seht, jetzt haben wir im Prinzip nur noch ein ganz kleines Stück. Und das werde ich jetzt mal einfach so machen. Und dann werden wir das hier einfach auf 4 machen. 3. Auf 0. Hier, 3. 3, Enter. 3, 4, Enter. So, und dann kürzen wir das noch ein auf 5, 9, 5. Dann können wir das noch ein Müll da hoch machen. So, gut, dann haben wir das Futter zumindest optisch abgedeckt, mein Gott. Entschuldigung, es ist ziemlich spät. Zumindest optisch, wie gesagt, abgedeckt, dass es optisch nicht nass wird. Genau, das wäre jetzt das. Hier landen ja die Eier. Und da ja hier der Futterdruck ist, hatte ich mir überlegt, mir beim Spielen ist es immer so, wenn ich es wie jetzt in meinem aktuellen Spielstand habe, den ihr online auch verfolgen könnt, auf meinem YouTube-Kanal Papa Herz. Da spiele ich ja das auch und da habe ich das Hühnergehege an einem anderen Platz. Und dort störte es mich, dass ich keinen Platz für einen Hofsilo groß habe und da im Prinzip kein Silo habe. Deswegen dachte ich mir, ich baue direkt hier in den Hühnerstall ein Silo mit ein. Ein kleines Silo, einfach nur, dass man ein bisschen was lagern kann. Nein, das war das Erste, was ich nehmen wollte, aber dann habe ich das gefunden hier. Und das sieht einfach neuer aus als das andere. Das ist allerdings auch ziemlich hoch. Daher werde ich das einfach jetzt mal kleiner machen. Selbst dann ist es noch ziemlich hoch. Jetzt ist es auf 1 skaliert, wie ihr ja seht. Will es aber gar nicht so hoch haben. Einfach mal auf 0 zu setzen wäre ein bisschen schwierig. Ich würde es mal an den Zaun orientieren. Ja. Und wenn ich das jetzt nehme, sieht das doch ziemlich wuchtig aus. Aus dem Grund mache ich das mal auf 2,5 Höhe. So, ich denke, das sieht optisch etwas besser aus. Und werde das auf 0,5 skalieren, sodass es optisch einfach besser passt. So. Und werde das Silo jetzt hier neben den Futtertrog mittig platzieren. So. Dabei fällt mir wieder ein, ich habe schon wieder etwas vergessen. Tut mir leid, muss ich leider so machen. Muss ich dazu da noch mal rein und dann habe ich es unter anderem da verbaut. So, und dann bräuchte ich genau das hier. So. Okay, dann haben wir das auch. Und dann können wir das. Beides zusammen. Ebenfalls hier reinschmeißen. So, und dann das steht. Und das übernehmen wir uns.
So, und dann machen wir das mal so. Ich denke, das passt. So. Dann habe ich mir noch besorgt, das hier. Das sollte Ihnen bekannt vorkommen. So, da die aber ziemlich lang ist, werde die mal ein bisschen einkürzen, damit das auch optisch ein bisschen besser passt. So, wenn wir das so machen, dann machen wir das Silo. Das passt. Dann werden wir hier nämlich nochmal ein extra Silo machen, wo Weizen und Gerste gelagert werden können für die Hühner. Mehr aber auch nicht. So, und dann würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende des zweiten Teils des Hühnerstalls angekommen. Genau. Und ich werde wohl einen dritten Teil machen müssen. Dann sehen wir uns im dritten Teil und dann schauen wir mal, ob wir dann fertig werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.